Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Capital und Cops. Ja, wir machen weiter mit Tutorials und zwar Abteil Maschinenwaschen, also Teil des Führerscheins T. Beginnen wir gleich. Ich ziehe mal die Tutorials mal komplett durch. Mal sehen, ob wir da ne, weiterkommen und dann sehen wir weiter. Jo, ne? Irgendwie geht schon, ne? Also schon den schönen Dank für alle, die reingeschaut haben und mal geklickt haben, ne? Den Daumen nach oben, wäre schön. Und wer es noch nicht gemacht hat, wäre es nett, wenn es passieren würde, weil das ist wichtig für den Algorithmus von YouTube, ne? Wegen der einfachen Erklärung, wegen Vorschläge für weitere Zuschauer. So, machen wir erstmal das Waschen hier, ne? Im Laufe der Zeit werden deine Maschinen bei der Feldarbeit dreckig. Um sie wieder sauber zu bekommen, kannst du sie am Hof, am Hochdruckreiniger an deinen Hof waschen. Machen wir gleich, beginnen. Steige ein in den Glas Axion 940. So. Der Hochdruckreiniger, ach, der ist ja da. Lenkung geht wieder nicht. Keine Ahnung warum. Wie das andere weggeht, weiß ich auch noch nicht. Mal gucken, irgendwann mal. Ich glaube, das ist schon an, ne? Gut, dann haben wir mit Tastatur. Der Ton kommt ein bisschen spät. So, da oben steht Waschen. Ja, ob das so funktioniert. Geht automatisch oder? Oh, schon fertig. Das ist auch doch ziemlich einfach gemacht. Gratulation. Du weißt jetzt, wie du deine Maschinen in den Hof waschen kannst. Im nächsten Tutorial wirst du lernen, wie und wo du deine Maschinen auftanken kannst. Abschließend. Okay. Dann machen wir gleich weiter, weil wir machen ja ein bisschen voll. So, Maschinen tanken. Gut, da gehen wir gleich weiter. Da machen wir einen nach dem anderen. Schaffen wir mehrere Tutorials in der Folge. Das ist gut. So, ja, durch den Fluss fahren wir aufwaschen die Möglichkeit, ne? Theoretisch. Wenn alles dicht wäre. So. Kartenladen dauert ein bisschen. So. Traktoren brauchen vor allem bei der Feldarbeit sehr viel Kraftstoff. Du solltest darauf achten, deine Maschinen vor der Arbeit immer voll zu tanken, damit sie nicht mitten auf dem Feld der Sprit ausgeht. Den Diesel für deine Traktoren kannst du an der Tankstelle bekommen. Beginnen. Kein Benzin mehr, du solltest bald tanken. Benzin ist fast leer. Das sind die Meldungen, ne? So, die Tankstelle ist links. Kein Gegenverkehr, das passt. Mein Benzin ist sicherlich ein Irrtum, ne? Sollte man angekommen. Jetzt fahren wir zur Zapfsäule. Gut, das war die mittlere Maustaste. Start. Ja, tanken wir jetzt mal voll, ne? Ich hoffe, ich habe den Ton auch erzählt oder was. Maschinen sind ein bisschen leise, ne? So, steige aus. Fahre zur Hofstaustelle. Ach so, okay. Das ist schon noch am Hof angekommen, ne? So. Hier ist gleich in grün. Ja, wieder eine Taste mit einer mittleren Maustaste. Hier tanken wir auch. So. Was kommt jetzt? Diesel. Maschinentanken. Schon wieder fertig. Beende das Tutorial. Du weißt jetzt, wo du deine Maschinen auftanken kannst. Denke daran, falls du mal irgendwo stehen bleibst, weil du nicht rechtzeitig getankt hast, kannst du deine Maschinen über den Fahrzeugmenü betanken. Das kostet allen einen Aufpreis. Gut, da haben wir keinen Tankwagen, ne? Also wir machen das nächste Fahrzeug zurücksetzen. Also weiter.
Es geht ja nur Schlag auf Schlag. In einer Folge ein paar Tutorials, das ist gut. Dann kommen wir vorwärts. Wenn wir endlich unsere Karte beginnen können mit der Feldarbeit, muss nämlich was rein in der Erde, ne? Sommergerst oder sowas, ne? Und Felder kaufen. Viel können wir uns nicht leisten, aber. Wow! Da kam einer geflogen von oben. Auch nicht schlecht. Um 1 Million, so viel habe ich. Hin und wieder kann es vorkommen, dass du dich mit deinen Maschinen und Anbaugeräten in einer misslichen Lage bringst. In solchen Fällen hast du die Möglichkeit, ein Fahrzeug über das Fahrzeugmenü zurückzusetzen. So. So, beginnen. Öffne das Spielmenü. Haben wir. Fuhrpark. Und bestimmt hier Bergen. Hochfeld. Das Fahrzeug wurde nur geborgen und einen Hochdruck gesetzt. Heute. Fertig, ne? F1, ne? Gratulation. Du weißt nun, wie du deine Maschinen und dein Fahrzeug ausweglose Situationen bergen kannst. Starke Bauer haben sie ja nicht. Im freien Spiel hast du außerdem die Möglichkeit, deine Fahrzeuge neu zu laden. Dieses kann sinnvoll sein, wenn du deine Maschinen in der Werkstatt zurücksetzen möchtest. Sei allerdings Vorsichtsfunktion, da alle Füllstände und Einstellungen an der Maschine verloren gehen und du die Funktion nutzt. Ah! Abschließen. Ja. Führerschein Klasse T abgeschlossen. Helfer Feldbearbeitung. Okay, beginnen wir mal. Das ziehen wir richtig durch heute. Hier der Fluss, Brücke. Beim Stall. Das sind die Bilder. So, beginne. Im Tutorial wirst du lernen, wie du deine Mitarbeiter für das Feld beauftragen kannst. Feld 14 soll durch einen Mitarbeiter der Gruppe werden. Um eine Feldarbeitsaufgabe erstellen zu können, benötigst du einen Traktor, ein Feld und einen Mitarbeiter. Aha, beginnen wir mal. Öffne das Spielmenü. F1. So, was brauchen wir hier? Na, da. Wo blinkt das? Da oben. Ah, weiter. In diesem Menü kannst du Aufgaben erstellen und deine aktiven Aufgaben sehen. Zunächst werden wir eine neue Aufgabe anlegen. Neue Aufgabe. So, Vorlage. Was wollten wir? Vers 4. Feldarbeit auslegen. Feldarbeit. Feldbearbeitung. Achso, okay. Feld 14 war gewesen, ne? Am nächsten fügen wir die Aufgabe eines Fahrers zu. Feldarbeitsaufgaben können von einem oder mehreren Mitarbeitern gleichzeitig ausgeführt werden. Wenn du mehr als einen Mitarbeiter wählst, brauchst du allerdings auch mehr Maschinen, um die Aufgabe zu erfüllen. Dafür sind sie aber schnell erledigt. Aha. Wir haben eh nur Feld 14, okay. Feldausfahrt. Oh. Nehmen wir Südwesten, die obere. Können wir schließen, Ziel auswählen. So. Fahrer. Houdini. Gespannt. Gerät hinzufügen, Rebell. Das mag ich. Gruppen können sie gern tun. Gewicht. Speichern. Feld 14. Haben wir schon getan. Dieses Menü bietet noch weitere Einschlussmöglichkeiten. Die beispielsweise die Feldeinfahrt. Oder den Zielpunkt, nachdem die Aufgabe abgeschlossen ist. Damit kannst du genau definieren, wo deine Fahrzeuge hinfahren oder parken, nachdem sie fertig sind. Um Aufgaben nicht immer von Grund auf neu erstellen zu müssen, bietet die Menü zusätzlich Aufgaben als Vorlage zu speichern.
Die Vorlage kann man immer wieder genutzt werden, um die Aufgabe zu starten. Oder kleines Details in der Aufgabe zu verändern. Lass uns die Aufgabe nur als Vorlage speichern. Vorlage. Jo. Nehmen wir Feld 14, ne? Kein Feld. 14. Und besten. Wir nehmen als Ziel Hof und Feld 14 Hof, ne? Wir wissen, dass nachher geht zum Hof, ne? Speichern. Das ist so ähnlich wie Cosplay. Jetzt, wo du die Aufgabe als Vorlage speicherst, können wir neue Aufgaben daraus generieren. Zuerst blenden wir dazu die Vorlage ein. Vorlage. Neue Aufgabe als Vorlage. Ach so. Sofort. Speichern. Fließe. So. Das geht nicht. Ah, jetzt, ja. Wie du sehen kannst, macht sich dein Arbeitsumfeld 14 zu bearbeiten. Wenn du die Aufgabe erneut ansehen möchtest, abbrechen willst, kannst du diese im Planungsmenü tun. Sobald der Mitarbeiter fertig ist, bekommst du eine Benachrichtigung. Im nächsten Teil wirst du lernen, wie du mit Hilfe deiner Mitarbeiter erden kannst. Abschließend. Seit 11. Ich glaube, die Ernte machen wir noch extra Folge, weil das ein bisschen länger sein dauern wird, ne? Dann beende ich mal jetzt die Folge. Sag mal tschüss und ciao. Ja, hat mich gefreut. Ich würde mich freuen über ein Like und einen Daumen hoch. Wenn man so sagt, ne? Kommentar wäre auch schön. Aber ist kein Muss. Ja, ne? Dann sag mal tschüss. Und winke, winke, wie man schon sage. Bis dann und ciao und tschüss. Und schon schönen Dank fürs Reinschauen.